Hallöchen Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und falls ihr noch nicht kennt, hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Falls euch das Video heute gefällt, würde ich mich extrem drüber freuen, wenn ihr mich eventuell abonnieren könntet. Einer meiner größten Träume ist es nämlich, die 100.000 auf YouTube zu knacken und ihr könnt mich sehr gerne dabei unterstützen. Wenn nicht, ist aber auch gar kein Problem. Ich freue mich alleine wirklich sehr drüber, dass ihr überhaupt auf dieses Video geklickt habt und mich dabei unterstützt. Heute machen wir nämlich ein kleines Experiment und zwar werde ich meine eine Gesichtshälfte mit meinen teuersten Make-up-Produkten schminken und die andere Gesichtshälfte mit meinen günstigsten. Ich bin vorhin circa 2 Stunden vor meinem Schminktisch gesessen und habe irgendwie 100 Preise gegoogelt. War manchmal ein bisschen geschockt, wie teuer manche Sachen sind. Und habe dann sehr lange alle Produkte rausgesucht. Die habe ich jetzt alle vor mir liegen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich mal. Also ich werde jetzt meine rechte Gesichtshälfte mit den günstigsten Produkten schminken und meine linke Gesichtshälfte mit den teuersten. Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern. Und ich werde euch zusätzlich natürlich auch die Preise immer einblenden und hier unten irgendwo wird das dann jeweils immer zusammengerechnet, damit wir am Ende dann die gesamte Summe von den jeweiligen Hälften haben. Ich habe schon ein bisschen Angst von der teuren Seite. Ich glaube, ich will nämlich gar nicht wissen, wie viel das alles gekostet hat. Ich bin auch sehr gespannt auf den insgesamten Preisunterschied, aber noch gespannter bin ich drauf, wie mein Make-up dann im Endeffekt aussieht, ob man überhaupt einen Unterschied sieht und wenn ja, welche Hälfte schöner aussieht. Das werden wir jetzt auch gleich rausfinden. Ich beginne jetzt mit Primer. Mein günstigster Primer ist von Essence. Es werden übrigens sehr viele Essence-Produkte vorkommen, einfach weil Essence die günstigste Drogeriemarke ist. Und das hier ist der Skin Lovin' Sensitive Primer. Der kostet 3,75 € und ich trage den jetzt, wie gesagt, auf die rechte Hälfte auf. Das ist übrigens der Primer, den ich in dem Video zu euren Hassprodukten getestet habe und ich fand ihn damals schon nicht so gut und jetzt eben auch noch nicht. Der riecht nämlich ein bisschen komisch. Also ich glaube, der teurere Primer wird wahrscheinlich besser sein. Und zwar ist das dieser hier, den habe ich ganz neu bekommen, den habe ich auch noch gar nicht probiert. Das ist der Charlotte Tilbury Invisible UV Flawless Poreless Primer und der hat 49 € gekostet. Also ich habe ihn geschenkt bekommen, aber er würde 49 € kosten. Der hat anscheinend eine ganz leichte Farbe und ich trage den jetzt einfach mal auf. Also die teure Seite fühlt sich schon ein bisschen geschmeidiger und sowas an, aber ob das jetzt wirklich 50 € wert ist, weiß ich nicht genau. Bei Foundation ist wieder Essence dran und zwar ist es die Fresh und Fit Awake Makeup Healthy Glow Foundation. Ich habe die jetzt schon relativ lange nicht mehr verwendet, aber ich glaube, ich fand die immer ganz gut. Und diese Essence Foundation kostet 4,95 €. Also bis jetzt sieht das eigentlich richtig schön aus. Ich glaube, ich muss die öfters benutzen. Ich würde sagen, die Deckkraft ist so mittel, aber sieht eigentlich schön natürlich auf der Haut aus. Schauen wir mal, ob das die teure Foundation toppen kann. Die hier ist von Jouer. Das klingt schon so richtig fancy. Und zwar ist es die Essential High Coverage Cream Foundation und die kostet ganze 40 €. Ich meine, die kostet einfach ganze 35 € mehr als die hier und da muss sie aber wirklich richtig gut sein, dass sich das lohnt. Ich habe die schon sehr lange nicht mehr verwendet, aber die soll ja richtig High Coverage sein. Schauen wir mal, ob das stimmt. Okay, okay, sie hat schon ein bisschen mehr Deckkraft, wie ihr sehen könnt. Ich muss zugeben, die sieht auch wirklich schön auf der Haut aus und die ist richtig flüssig und lässt sich gut verblenden. Die teure Foundation ist auch ein kleines bisschen matter, aber würdet ihr sagen, man sieht einen großen Unterschied? Ich finde schon ein bisschen. Bei Concealer bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Es reden mich zwei meiner Lieblingsconcealer gegeneinander an und zwar ist es einmal der Essence Camouflage Matte Concealer. Der kostet nur 2,75 € und einmal der Tarte Shape Tape und der kostet einfach 26,95 €. Ich verwende zuerst den Essence Concealer und schmiere mir den hier unter die Augen. Ein bisschen was auf die Stirn und hier unten beim Kinn. Und das Ganze wird jetzt wieder schön verblendet. Und so sieht das Ganze aus. Wie ihr sehen könnt, hat der Concealer den Augenring echt gut abgedeckt. Ich bin jetzt aber sehr gespannt auf den Tarte Concealer. Ich bin nämlich der Meinung, dass der die beste Deckkraft hat, aber ich habe die einfach noch nie so wirklich miteinander verglichen. Das heißt, der kommt jetzt auch wieder hier unter das Auge. Bisschen was auf die Stirn und auf die Kinn. Also Fazit ist, dass der Tarte schon ein bisschen besser abdeckt und ich finde, es sieht auch einfach so ein bisschen smoother aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, dass es hier einfach so ein bisschen sich besser so verblendet hat mit der Foundation als hier, aber das ist wirklich so ein minimaler Unterschied. Bevor ich jetzt noch öliger werde und alles in die Fältchen kriecht, setten wir das jetzt alles mit Puder. Und zwar verwende ich für die günstige Seite das Catrice Poreless Perfection Powder und zwar kostet das 4,95 €. Bei dem Puder finde ich es ein bisschen doof, dass es da nur eine Farbe gibt und die wirkt irgendwie so ein bisschen gelblich und ein bisschen dunkel. Aber das ist ein Universal Shade, das heißt, ich glaube, das ist halt eher so transparent. Zumindest hoffe ich das. Ich habe das jetzt einmal benutzt und ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Klatschen wir das einfach mal ins Gesicht.
Ja, ich würde sagen, das ist halt so solide. Es hat halt mein Gesicht mattiert. Ich bin jetzt aber gespannt auf den Vergleich. Und zwar verwende ich jetzt wieder was von Charlotte Tilbury. Und zwar ist das Airbrush Flawless Finish Puder. Und das ist wirklich sehr gehypt. Das ist aber auch sehr teuer. Das kostet nämlich 42 Euro. Ich verwende eigentlich ungern so teure Produkte, weil es mir dann irgendwie immer so zu schade darum ist, die zu verwenden. Besonders bei solchen Sachen wie Puder oder so. Da denke ich mir, okay, das kann ich jetzt einen Monat verwenden und dann ist es leer. Und das waren dann aber einfach 42 Euro. Das ist aber auch wirklich ein schönes Puder. Ich sehe irgendwie so ein bisschen, wie das so meine Haut verfeinert. Also meine Haut sieht wirklich so ein bisschen airbrushed gerade aus auf der Seite. Ich glaube, das sieht man aber wirklich nur, wenn man so richtig genau in den Spiegel reinschaut. Ich glaube, ihr seht da gar keinen Unterschied, oder? Weiter geht's mit Augenbrauen. Und da habe ich mir diese zwei Augenbrauenstifte rausgesucht. Und ich finde, die sehen sich doch allein vom Packaging schon so ähnlich. Die haben nämlich hier unten beide so einen Spoolie-Teil für die Augenbrauen zum Durchbürsten. Und hier oben ist dann jeweils die Mine. Hoppala. Oh nein, der ist schon ein bisschen kaputt gegangen, aber egal. Der hier ist von Catrice und das ist der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Und der kostet nur 2,95 Euro. Und der hier ist von Anastasia Beverly Hills und das ist der Brow Wiz. Und der kostet ganze 26,99 €. Also der hier kostet einfach fast das Zehnfache von dem hier. Ich beginne wieder mit der günstigeren Seite. Der hier ist auf jeden Fall sehr, sehr stark pigmentiert. Vielleicht sogar ein bisschen zu stark. Also da muss man wirklich ganz sanft nur aufdrücken. Okay, ich glaube, die Augenbraue ist ganz gut geworden. Dadurch, dass der halt so weich ist, finde ich, wird die schnell sehr dunkel. Ich bin jetzt gespannt, wie der von Anastasia im Vergleich ist. Ich merke aber sofort, dass der nicht ganz so viel Farbe abgibt, was mir, glaube ich, ein bisschen besser gefällt. Einfach weil mir das dann ein bisschen einfacher fällt. Besonders bei blonden Augenbrauen ist es ein bisschen einfacher, weil das dann nicht zu schnell zu dunkel und kräftig wird. Aber im Endeffekt konnte ich jetzt eigentlich mit beiden sehr gut arbeiten und eigentlich sehen die beiden jetzt ziemlich gleich aus. Mein Bronzer ist wieder von Essence. Dieses Video besteht einfach nur aus Catrice und Essence Produkten. Und zwar ist es der Sun Club Matte Bronzing Powder Bronzer. Und zwar kostet der 3,45 Euro. Und das war einfach schon immer einer meiner Lieblingsbronzer. Einfach nur wegen diesem guten Kokosnussgeruch. Und ich finde, der hat auch eine voll schöne Farbe und ist nicht so pigmentiert. Also ich empfehle diesen Bronzer einfach jedem. Ich glaube, ihr habt mich eh schon 100 Mal über den reden gehört. Ich meine, schaut mal, wie schön das aussieht. Ich finde, es ist so ein richtig wunderschöner Bronzer, der noch schön natürlich aussieht. Ich hasse es nämlich, wenn man so richtige, so dunkle, komische Streifen hat. Und ich finde, der verblendet sich einfach immer so gut mit dem Hautton, mit der Foundation und so weiter. Für die teure Seite verwende ich den berühmten Benefit Hoola Bronzer. Den habe ich wirklich schon ewig. Und ich war ein bisschen geschockt, wo ich den Preis gegoogelt habe. Und zwar kostet der ganze 34,99 €. Das heißt, der kostet mal wieder 10-mal so viel wie der Essence Bronzer. Und ich weiß jetzt schon, bevor ich den verwende, dass es das nicht wert ist. Und ich glaube sogar, dass ich den hier lieber habe. Ich kann mich nämlich erinnern, dass das eher so ein Bronzer ist, der ziemlich so intensiv ist und auch so ein bisschen orange-stichig. Okay, es sieht eh nicht so schlecht aus. Es sieht eigentlich ziemlich gleich aus wie die andere Seite. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Aber ja, ich mag ehrlich gesagt das Packaging auch nicht so gerne. Der Spiegel da drin ist zum Beispiel extrem klein. Also mit dem sieht man gar nicht, wo man den Bronzer aufgetragen hat. Und manchmal klemmt das so, wenn ich das zumachen möchte, so. Das funktioniert ja nicht. Und ich weiß noch, ich habe den mal meinem Papa gegeben und er wollte den Preis erraten. Und er dachte, das ist ein richtig billiger Bronzer, einfach wegen dem Packaging. Also da kann ich euch wirklich eindeutig sagen, spart euch den und kauft euch lieber den Essence Bronzer. Essence hat auch richtig gute und günstige Blush. Und zwar ist das der The Blush und der kostet nur 2,45 Euro. Für die neue Seite verwende ich jetzt einen sehr gehypten Blush, den ich mir neu gekauft habe. Vielleicht könnt ihr erraten, welcher das ist. Und zwar ist es der Dior Blush, den anscheinend Kylie Jenner verwendet. Und das ist der Dior Backstage Rosy Glow Blush. Der soll die Farbe je nach pH-Wert verändern. Das habe ich auch schon ausprobiert und es funktioniert wirklich und der ist wirklich wunderschön. Das Problem ist, die zwei sehen sich leider, was die Farbe angeht, gar nicht ähnlich. Aber ich werde jetzt einfach trotzdem beide so auftragen und schauen wir mal, wie das im Endeffekt aussieht. Zuerst mal der Blush von Essence. Also die sind so pigmentiert, dass man sie schön auf der Haut sieht, aber trotzdem so, dass man nicht irgendwie direkt so knallige Wangen hat und dass man die schön aufbauen kann. Ich verwende jetzt ein bisschen mehr, damit man das auch schön sieht und mir ist auch aufgefallen, dass mein Gesicht ein bisschen gelblich ist. Das heißt, ich versuche das jetzt ein bisschen auszugleichen. Und auf der anderen Seite das Dior Blush. Das kostet übrigens ganze 34,49 €. Und ich weiß nicht warum, aber es sieht bei euch in der Kamera irgendwie so ein bisschen blass aus. Aber in echt ist es ziemlich pink. Und das passt sich ja wie gesagt dem pH-Wert an. Das heißt, man trägt es auf und es sieht am Anfang so ein bisschen so natürlicher aus. Und dann wirkt das sozusagen ein und dann wird es immer stärker. Ich habe nämlich letztens so ein bisschen zu viel drauf gegeben. Ich war zuerst so, hä, man sieht das voll wenig und bin dann so rein und auf meine Wange.
Und nach 10 Minuten hatte ich auf einmal so richtige Clownswangen. Aber obwohl die sogar so unterschiedliche Farben haben, finde ich, sieht man jetzt so im Gesamtbild nicht wirklich einen großen Unterschied. Auf den Wangen fehlt noch ein bisschen Glow, das heißt, ich verwende jetzt Highlighter. Und zwar ist der günstige Highlighter von Catrice, und zwar ist das der High Glow Highlighter. Den habe ich mir letztens erst wieder gekauft. Den hatte ich früher immer und habe den dann ein bisschen aus den Augen verloren. Und ich habe ein YouTube-Video gefilmt, wo TikToker mein Make-up aussuchen. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Und eine TikTokerin hat mir diesen Highlighter ausgesucht. Das heißt, ich habe mir den wieder gekauft, habe den verwendet und der ist so gut. Ich weiß nicht, ob die den irgendwie so verändert haben oder so, weil ich hatte den gar nicht so gut in Erinnerung. Aber ehrlich gesagt, das ist wirklich so einer der besten Highlighter, die ich hier verwendet habe. Und er kostet nur 4,95 €. Und jetzt passt mal auf, wie gut der ist. Oho. Ich meine, hallo, wie schön ist der bitte? Ich verstehe gar nicht, warum nicht mehr Leute über den sprechen. Ich bin so begeistert von dem. Und auf der teuren Seite verwenden wir einen von Bobbi Brown. Ich dachte eigentlich, dass mein teuerster Highlighter einer von Dior ist. Ich habe nämlich einmal einen von Dior gegönnt und ja, auf den bin ich sehr stolz. Ich liebe den. Aber ich habe dann extra noch ein paar Preise gegoogelt, um auf Nummer sicher zu gehen und bin draufgekommen, dass der noch um einiges teurer ist. Und zwar kostet dieses gute Stück 51,99 € für einen einzigen Highlighter. Das heißt, diesmal kostet dieser hier sogar mehr als 10-mal so viel wie der hier. Und ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass der besser sein wird. Aber ich will ihm jetzt natürlich auch noch eine faire Chance geben. Das heißt, ich gebe mir da jetzt einiges auf den Pinsel, abklopfen und... Okay, der ist auch sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, welcher davon schöner ist, aber dadurch, dass der Catrice Highlighter um so viel günstiger ist, gewinnt auf jeden Fall der die Runde. Leute, es ist Lidschatten dran und meine günstigste Palette ist mit Abstand diese hier. Das ist die 5 in a Box von Catrice und die kostet 3,95 €, also extrem günstig. Und meine teuerste Palette ist extrem teuer. Ich habe mich selber extrem gewundert. Ich dachte eigentlich, meine teuersten Paletten sind die von Huda Beauty. Die kosten, glaube ich, so 60 €. Ich habe noch eine viel teurere gefunden. Und zwar ist das diese hier von Anastasia Beverly Hills. Und zwar kostet die ganze 78,99 €. Also fast 80 € für eine Lidschattenpalette. Ich habe die halt dann so nebeneinander gehalten und dachte mir so, okay, es ist schon ein bisschen unfair, weil es ist schon klar, dass die mehr kostet, weil die um einiges größer ist. Deswegen habe ich noch eine andere Palette rausgesucht. Und zwar diese hier von Essence. Die sind in der Größe ziemlich gleich. Ich meine, die ist noch immer ein bisschen größer, aber wenigstens ein bisschen ähnlicher. Aber die ist auch noch um einiges billiger. Und zwar kostet die 11,99 €. Das heißt, ich werde jetzt die zwei Paletten verwenden. Ich beginne aber diesmal mit der teuren Seite. Ich schminke jetzt mit dieser Palette einen schönen Look. Und dann werde ich schauen, ob ich es hinbekomme, mit der Palette den Look gleich nachzuschminken. Also wenn ich das schaffe, dann wissen wir gleich automatisch, dass sich die teure Palette nicht wirklich lohnt. Aber ich bin jetzt gespannt. So sehen die übrigens innen aus. Es sind zwar nicht ident dieselben Farben, aber schon einige ähnliche Farben. Zum Beispiel gibt es da so ein paar lila Töne in beiden Paletten und halt so die normalen Brauntöne. Und ich verwende jetzt natürlich nur Farben, die es in beiden Paletten gibt, damit ich auch mit beiden Paletten denselben Look schminken kann. Das wird wahrscheinlich eher ein relativ dunkler Look. Ich will nämlich unbedingt das Lila verwenden, das es in beiden Paletten gibt. Und bevor ich es vergesse, das ist übrigens die Norvina Volume 4 Palette. Ich glaube, ich möchte ein Halo-Eye schminken, also wo es auf den Augenwinkel dunkel ist und im Innenwinkel dann hell. Das heißt, ich nehme das dunkelste Braun hier drinnen, verteile das hier und das verblende ich gleich noch. Und noch ein kleines bisschen was von diesem Ton hier. Auf geht's zur Essence-Palette. Da werde ich wahrscheinlich diese Brauntöne hier verwenden und natürlich das Lila und diesen hellen Ton hier. Okay, wow, die ist ja auch richtig gut pigmentiert. Okay, sieht auf jeden Fall ein bisschen mehr Fallout, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Im Notfall kann man ja immer den Lidschatten auch vor der Foundation machen. Also bei so richtig krassen Look kann ich euch das eh eigentlich empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade einbilde, aber ich finde sogar, dass die Essence fast noch ein bisschen stärker pigmentiert ist. Kann das sein? Lässt sich auch gerade richtig, richtig schön verblenden. Auf jeden Fall ein richtig schönes Lila. Ich werde es gleich noch ein bisschen mit meinem Finger auftragen, damit das ein bisschen pigmentierter ist. Aber wow, das sieht richtig schön aus. Und mit der hellen Farbe nochmal ein bisschen drüber. Die wirkt auch sehr pigmentiert. Oh. Noch den Innenwinkel und ich bin fertig. Also die Palette hier hat mich wirklich positiv überrascht. Ich glaube leider, die gibt es nicht
mehr, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Essence und Catrice haben generell sehr gute Lidschatten. Und da muss man ehrlich gesagt gar nicht mehr zu diesen High-End teuren Paletten greifen, weil die sind mittlerweile fast genauso gut. Ich ziehe jetzt auch noch einen Eyeliner und ich verwende dafür den Essence Liquid Ink Eyeliner. Und der kostet nur 2,45 Euro. Ich habe den erst vor kurzem für mich entdeckt. Und zwar ist der richtig gehypt, also den verwenden ja richtig viele Leute. Und ich war immer so, hä, der ist doch voll schlecht und so. Aber ich hatte den die ganze Zeit einfach nur verwechselt mit diesem Eyeliner hier von Essence. Also den mag ich einfach persönlich überhaupt nicht, weil der hier so... der Applikator irgendwie so groß ist, mit dem kann man irgendwie keinen präzisen Eyeliner ziehen. Und ich dachte irgendwie immer, das ist derselbe Eyeliner und deswegen habe ich den dann nie gekauft, weil ich dachte halt, dass der auch so einen Applikator hat. Bis ich dann drauf gekommen ist, dass es ein komplett anderer Eyeliner ist und der ist wirklich, wirklich gut. Und auf der teuren Seite verwende ich den hier von Huda Beauty. Der kostet ganze 23,89 €, also wieder ungefähr das Zehnfache von dem Essence Eyeliner. Man muss aber dazu sagen, dass der zwei Seiten hat. Also er hat hier einmal die flüssige Seite, die ich gleich verwenden werde. Und auf der anderen Seite hat er noch so einen Kajalstift. Jedenfalls ist das der krasseste Eyeliner, weil der so krass hält. Der ist so wasserfest, dass man den fast gar nicht abschminken kann. Und noch ein kleiner Tipp. Nicht während dem Eyeliner sprechen, weil sonst sieht er so aus. Aber keine Panik auf der Titanic, man kann das immer mit ein bisschen Concealer noch retten. Für Mascara verwende ich die Lash Princess, die grüne. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsmascaras und die kostet nur 3,25 Euro. Und auf der teuren Seite verwende ich die Urban Decay Perversion Mascara und die kostet 28,99 €. Das Einzige, was ich bei der Lash Princess nicht so gerne mag, ist, dass da manchmal, besonders bei den neuen, also wenn man sich eine neue kauft, da ziemlich viel Mascara so auf dem Bürstchen klebt. Ansonsten ist die wirklich top, besonders auch für den Preis. Ich werde jetzt aber nicht so viel drauf geben, weil ich auch noch gleich Lashes drauf klebe und hier auf meinen Wimpern ist auch schon ziemlich viel Eyeliner drauf. Aber dafür umso mehr auf die unteren Wimpern. Die Mascara von Urban Decay ist natürlich sehr teuer, aber ich muss ehrlich zugeben, ich mag die auch sehr, sehr, sehr gerne. Das ist so die einzige Mascara, die ich bis jetzt verwendet habe, die wirklich so die Wimpern überhaupt nicht zusammenklebt. Sondern die separiert die voll schön, macht aber voll das schöne Volumen und macht die voll lang. Ich finde halt besonders bei so Make-up-Produkten, die man oft auswechseln muss, ist es ein bisschen unnötig, so viel Geld auszugeben. Also jeder kann das machen, was er will natürlich. Man kann sich auch so viel kaufen, wie man will. Aber ich persönlich, wenn das jetzt nicht mein Job wäre, würde ich wahrscheinlich eher so auf die Drogerie-Mascaras zurückgreifen. Meine teuersten und günstigsten Lashes sehen leider ein bisschen unterschiedlich aus. Ich habe hier bei den teuersten die Lily Lashes, falls ihr die kennt. Die sind sehr teuer, wirklich. Die kosten 33,49 € für ein paar Wimpern. Und ich habe für die günstige Seite die von Essence, die Lash Like a Boss. Die sind, glaube ich, neu. Also die sind neu von Essence und die kosten 2,95 €. Also ein Riesenunterschied. Die kosten mehr als 10-mal so viel. Ihr seht, die sind beide sehr dramatisch, sind aber nicht ident. Das heißt, sie werden am Auge ein bisschen unterschiedlich aussehen. Zuerst kommen die von Essence drauf. Ich habe zwar die neuen Lashes schon probiert, aber noch nicht in diesem Style. Und ich hatte vor kurzem ein Lash-Lifting. Das heißt, es ist gerade ein bisschen schwer, die drauf zu kleben. Bei den Lily Lashes muss ich dazu sagen, dass ich die jetzt schon sehr lange habe. Also ich glaube, ich habe die schon mindestens 30 Mal getragen. Das heißt, die haben eigentlich eine echt sehr gute Qualität. Und die sehen jetzt halt schon so ein bisschen mitgenommen aus, einfach weil die schon so alt sind und ich sie noch kein einziges Mal gewaschen habe. Jetzt aber mit dem ganzen Lidschatten und Eyeliner sehen sich die paar Lashes auch wirklich sehr ähnlich. Und nochmal großes Kompliment an Essence, weil die sind wirklich, wirklich schön. Beim Lippenstift habe ich auch versucht, zwei rauszusuchen, die sich relativ ähnlich sind in der Farbe, damit das dann ganz okay aussieht mit dem ganzen Make-up-Look. Und zwar habe ich hier einmal den Essence Stay Matte 8 Hours Liquid Lipstick. Der kostet 2,95 € und einmal den Huda Beauty Liquid Matte und der kostet 21,89 €. Die zwei werden natürlich auch nicht genau gleich aussehen, aber hoffentlich wenigstens halbwegs. Okay, der von Huda Beauty ist ein bisschen dunkler und so ein bisschen mehr peachy. Und von der Konsistenz her ist der von Huda Beauty ein bisschen flüssiger. Also es fühlt sich halt wirklich so an, als würde man gar nichts auf die Lippen geben. Und beim Essence hat sich das so ein bisschen so pumpiger angefühlt. Aber wirklich kein großer Unterschied. Ich werde die kurz noch trocknen lassen und dann mache ich noch den Kusstest. Ich habe jetzt etwa 3 Minuten gewartet. Der Huda Beauty fühlt sich auf jeden Fall schon trocken an. Der Essence nicht wirklich, aber schauen wir mal. Okay, das kam gerade voll unerwartet. Ich dachte nämlich, der von Essence ist nicht ganz getrocknet, aber anscheinend schon. Der von Essence ist auch auf jeden Fall angenehmer auf den Lippen, weil der von Huda ist irgendwie so ein bisschen trocken und klebrig. Also wartet, ich versuche kurz, euch das zu zeigen. So, der klebt hier so voll.
Aber der von Essence sieht so ein bisschen fleckiger aus. Also ich finde, es haben beide so ihre Vor- und Nachteile. Und wir sind auch schon beim letzten Schritt, und zwar Setting Spray. Und zwar habe ich hier einmal auf der günstigen Seite das Essence Instant Matte Make-up Setting Spray für 2,95 € und hier das Urban Decay All Nighter Setting Spray. Das ist ja richtig bekannt und beliebt. Das kostet 29,99 €, also wieder 10-mal so viel. Ich muss sagen, ich verwende die eigentlich beide sehr gerne und ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ob jetzt ein Setting Spray wirklich funktioniert. Ich finde, das sollte man halt richtig testen, wenn man nur so eine Gesichtshälfte ansprüht und dann schaut man am Ende des Tages, ob so die eine Gesichtshälfte irgendwie besser gehalten hat. Wenn ihr wollt, kann ich mal so ein Video machen, wo ich verschiedene Setting Sprays teste. Das wäre eigentlich eine voll coole Idee. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock hättet. Aber prinzipiell sehen die halt beide gut aus auf meiner Haut und mattieren mich ein bisschen, weil ich habe ja sehr ölige Haut. Und hier wird es auch schon meinen fertigen Make-up-Look mit meinem teuersten Make-up und mit meinem günstigsten Make-up. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied seht und wenn ja, welche Seite ihr schöner findet. Seid gerne ehrlich. Ich muss sagen, ich sehe keinen großen Unterschied. Also bei ein paar Sachen schon ein bisschen. Ich finde, der Lippenstift sieht hier ein bisschen smoother aus, aber wie gesagt, ist der von Essence angenehmer dafür. Beim Lidschatten, boah, ich weiß gar nicht, welche Seite mir hier besser gefällt. Das ist wirklich schwierig. Ich finde, die ist halt ein bisschen dunkler geworden und die glitzert ein bisschen mehr. Ich glaube, die Augenbrauen gefallen mir auf der Seite besser und die Foundation sieht eigentlich jetzt im Endeffekt mit Highlighter, Blush und Bronzer so gut wie ident aus. Also am meisten unterscheidet sich mein Make-up auf jeden Fall am Preis. Ich bin wirklich gerade so erstaunt. Ich habe nämlich gerade alles ausgerechnet und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die günstige Hälfte kostet nämlich insgesamt 56,74 €. Ich meine, klar, das ist natürlich viel Geld, aber dafür, dass man so tolle Produkte bekommt und so einen coolen Make-up-Look damit schminken kann, finde ich, ist das auch wirklich fair. Besonders, wenn man sich denkt, dass die teure Hälfte einfach 523,65 € gekostet hat. Einfach über 500 €. Ich wusste schon, dass ich so ein paar teure Produkte zu Hause habe und ich bekomme halt auch viel geschenkt, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich war mir eigentlich noch nie so richtig im Klaren, so wie viel das Ganze eigentlich wert ist. Und es hört sich einfach so crazy an, so 500 € für Make-up. Ich meine, das muss man sich einfach mal überlegen. Dieser Highlighter hier hat fast so viel gekostet wie das ganze Make-up von der Drogerieseite. Und die Lidschattenpalette hat einfach noch mehr gekostet als das ganze Make-up von der Drogerieseite. Falls ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr bestimmt, dass Essence und Catrice einfach eine meiner absoluten Lieblingsmarken sind. Ich mag generell Drogerieprodukte auch sehr, sehr gerne. Deswegen war dieses Video für mich auch sehr spannend und hat mir mal wieder bewiesen, wie gut Drogerieprodukte mittlerweile sind. Ich glaube auch ganz ehrlich, wenn Make-up nicht mein Beruf wäre und ich auch keine PR-Pakete von Make-up-Marken bekommen würde, hätte ich fast ausschließlich nur Drogerieprodukte. Und ja, ich würde sagen, ich beende jetzt hier mal das Video. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen von diesem Schock, von diesen Preisen hier erholen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen und wie gesagt, wenn ihr mich eventuell abonniert. Und ich hoffe, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder zu einem neuen YouTube-Video und bis dahin, bis bald!